Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren 2v2-Runde Age of Empires 4 gegen schwere KI heute. Wir sind am Start mit Franzosen und Engländern. Engländer auf meiner Seite. Wir spielen gegen die Abbasiden und Delhi. Und das wird auf jeden Fall eine heftige Runde. Wir wollen einfach mal gucken, was die KI so in petto hat für ungeskillte Spieler, wie wir es sind. Also so richtig gut viel spielen können wir ja Age of Empires 4 bisher nicht. Das Spiel wird released in wenigen Tagen. Und es ist natürlich gerade interessant, dass man einfach mal guckt, wie die KI funktioniert, weil die meisten Spieler werden erstmal anfangen, gegen KI zu spielen, das ist ganz klar. Genau, die Frage ist jetzt ein bisschen mit unserer, ja, ich würde mal sagen, 10, 15 Stunden Spielerfahrung, schaffen wir es auf dem höchsten Schwierigkeitslevel, sehr schwierig, zwei KIs problemlos zu überleben, oder tun wir es nicht? Genau. Wenn nicht, ist das ein gutes Zeichen für die KI. Bedeutet nämlich nichts anderes, als dass die KI dann für viele Spieler auch langfristig eine Herausforderung bieten kann. Ja, richtig. Ich sehe gerade schon, dass wir dieselbe Coin meinen uns irgendwie gerade hier suchen. Ist erstmal okay. Ja, ist okay. Ich brauche da sowieso nur 200 Coin von. Ja, ich brauche sogar nur 100. Sowieso 100, ja. Richtig, richtig. So. Nee, aber vollkommen richtig. Also die KI ist halt insbesondere halt schon irgendwie wichtig für Leute, die noch nicht ganz so erfahren in dem Spiel sind, die erstmal lernen wollen. Und ich denke, dass man erstmal schauen sollte, dass man auch eine KI schon gut besiegen kann, bevor man sich überhaupt in den Multiplayer wagt. Und ja, genau das schauen wir uns deswegen an, ob das soweit funktioniert für uns. Ob wir Multiplayer reif sind. Nein, das ist natürlich überhaupt nicht die Frage, sondern die Frage ist halt eher, also ja, wie lange kann die KI eben halt Herausforderungen bieten? In Age of Empires 2 zum Beispiel ist die KI ja kontinuierlich weiterentwickelt worden. Mit dem Ergebnis, dass die KI mittlerweile so stark ist, dass wir als ungeübte Age of Empires 2 Spieler keine Chance hätten, die schwerste KI zu besiegen. Ja. Weil die mittlerweile durchaus auch einige Build Orders perfektioniert. Und ja, ob das bei Age of Empires 4 auch der Fall ist, ob wir hier kalt erwischt werden, ob die KI machbar ist, in Anführungsstrichen, das müssen wir mal sehen. Fakt ist jedenfalls, also schwere KIs zeichnen sich in der Regel ja dadurch aus, dass sie aggressiver spielen. Ich weiß nicht, ob die KI bei Age of Empires 4 cheaten darf. Bei Age of Empires 3 bekommt die KI ja ganz erhebliche Sammelboni. Bei Age of Empires 2 tut sie es nicht. Oder zumindest nicht mehr. Früher hat die KI da auch gecheatet. Wie gesagt, mittlerweile tut sie es nicht mehr, weil die Entwickler die KI mittlerweile so stark gemacht haben, dass sie nicht mehr darauf angewiesen ist. Aber ja, warten wir es ab. Schauen wir mal, wie wir hier so überrannt werden. Ganz ich genau. Ich bin mit den Franzosen am Start. Java mit den Briten, er hatte es, glaube ich, eben schon erwähnt. Ja, genau, ich hatte es am Anfang erzählt. Mit den Briten gehe ich jetzt ja auch mit der Ratshalle, wodurch wir günstiger an Langbogenschützen kommen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier alles anfangen umzustellen auf Holz und Stein, damit wir gleich die Möglichkeit haben, auch schnell ein zweites Dorfzentrum zu bauen. Ich glaube, das ist eine Meta, die sich inzwischen schon irgendwie ziemlich eingebürgert hat, recht eindeutig, dass man frühzeitig versucht, sein zweites Dorfzentrum hinzustellen für 400 Holz und 300 Stein? 300 Stein war es, ne? 400 Holz, 200 Stein, ja. Ja, genau. Und es gibt dann einfach einen wirtschaftlichen Vorteil und man kann während des Age-Ups praktisch perfekt darauf hinsammeln, dass das auch funktioniert. Genau, richtig. Und es ist, ja, wie du halt richtig gesagt hast, mittlerweile, glaube ich, sowas wie Meta geworden, einfach weil es also schon einen ordentlichen Bonus für die Wirtschaft liefert, wenn man das zweite Dorfzentrum relativ schnell stehen hat. Ob man das dritte dann noch dazu stellt oder nicht, das ist dann im Zweifelsfalle wirklich Streitfrage. Aber ich glaube, ein zweites Dorfzentrum ist einfach ja, so mächtig von dem Wirtschaftsbonus, den es einem früh gibt, dass darauf zu verzichten nicht klug wäre. Grob fahrlässig. Aber gut, was wissen wir schon. es ist übrigens keine Ironie, wir wissen es wirklich nicht. Also, es ist ja vermutlich, also ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die Videos hochgekommen sind, aber es wird noch ein Video von uns gegen Gaius und Fitzbro geben. Kommt wahrscheinlich danach. Schon. Ich weiß es nicht, genau. Das müssen wir uns mal genau überlegen. Mal darauf einstellen, dass es einfach Leute gibt, die dieses Spiel noch mal ganz anders beherrschen als wir. Ja, auf jeden Fall. Und sich vor allem da schon ganz anders tiefergehende Gedanken gemacht haben. Ja, genau. Muss ich eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Will ja das Video nicht vorwegnehmen. Aber das soll einfach nur heißen, dass wir definitiv nicht die höchste Institution in Sachen Age of Empires 4 sind. Also bitte nehmt jeden Hinweis oder jeden für Tipp, den wir hier austeilen, immer
mit ein bisschen Vorsicht. Ja, auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Eher so Tipps vom Blinden für den Lahmen oder so. Genau das. So, ich habe jetzt inzwischen meinen Stein fast zusammen. Holz fehlt mir noch ein bisschen, aber auch nicht viel. Ja, bin jetzt gerade ins nächste gekommen, wird jetzt aber erstmal noch keine Einheiten bauen, weil ich brauche noch das Holz für mein Dorfzentrum. Genau, im nächsten bin ich jetzt schon. Genau, mir fehlt halt auch noch irgendwie ein bisschen Holz. Sollte aber auch gleich dann kommen. Und dann kann ich schon mal gucken, wo ich das Dorfzentrum hinbaue. Wahrscheinlich hier an der Seite, wenn ich mir das so anschaue. Also ich werde versuchen, hier oben den Übergang und die Ressourcen da oben zu sichern. Ja, ich mach meine Ressourcen, mache ich hier oben. Da ist ein bisschen Gold in der Nähe und ein bisschen Nahrung. Da kann ich ganz gut ein Dorfzentrum dazwischen bauen, denke ich. Ja, das klingt auch gut. So, perfekt. Dann bitte einmal Dorfzentrum in Bau geben. In wie vielen Siedlern baust du das Dorfzentrum? Also jetzt gerade fünf, aber das liegt nur daran, dass die ganzen Siedler, die das Dorfzentrum bauen, gleich direkt neben dem Dorfzentrum Gold sammeln wollen. Ich würde vielleicht nicht normalerweise unbedingt jetzt fünf nehmen. Scheint mir doch ein bisschen viel. Right. Gleichzeitig will ich jetzt hier gerne mal die ersten paar Wälle bauen, damit die KI vielleicht ein bisschen schwerer hat. Genau, ich gucke jetzt auch, dass ich hier schon mal anfange. Kann ich bei mir überhaupt? Muss ich mal gucken. Ist bei mir überhaupt ein Übergang, wo die drüber kommt? Ich glaube nicht, ne? Naja, also hier außen natürlich. Aber ist da wirklich? Ich geh da gerade mal spotten, also ich laufe da gerade mal hin, aber. Ach so, das meinst du. Also du kannst mal gucken, aber da müsste einer sein, glaube ich. Ansonsten wäre die Karte sehr komisch generiert worden. Ja, das wäre auf jeden Fall halt irgendwie auch ein bisschen sehr einfach, wenn das nicht das Problem darstellt. Also ich meine, die Karte zeichnet sich dadurch aus, dass sie halt also diese Gebirgszüge hat, die eben halt die Karte verhältnismäßig einfach zu verteidigen machen. So, Aber die ersten Bogenschützen sind jetzt auch im Bau. Ja, okay, nein, ja. da oben ist durchaus Ein Durchkommen oder kein Durchkommen? ein Durchkommen. Gut, ja, dann stell da doch mal so ein Palisadenwäldchen hin. Mache Warte ich. mal. Hier, meine Freunde, könntet eigentlich da meine Mühle hinbauen. Dann könnte man nämlich auch mal die Forschungen im selbiger machen. Genau, die Mühle habe ich gerade auch schon gebaut. Königliche Ritter sind im Bau. Das ist die Spezialeinheit der Franzosen. Ich glaube, Franzosen hat man hier auf dem Kanal jetzt noch nicht gesehen. Natürlich. Zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein bisschen stärker sind als normale Ritter. Und man kann sie mit dem Wunder der Kavallerieschule schon im zweiten Zeitalter bauen, oder der Landmarke. Was durchaus auch ganz nett ist. Ich muss auf jeden Fall nochmal gucken, weil aus irgendeinem Grund werden bei mir nicht alle Dorfzentren ausgewählt, was mich ein bisschen wundert. Also, ich habe eigentlich ein Hotkey eingestellt, dass alle Dorfzentren und Wunder ausgewählt werden sollen. Werden sie aber irgendwie bisher nicht. Was mich ein bisschen nervt. Kann ich absolut verstehen, ja. Was So. mich ein bisschen nervt, ist, dass ich meine Ressourcenaufteilung noch nicht so ganz richtig hinkriege. Mit dem Ergebnis, dass ich gerade viel zu viel Gold und zu wenig Nahrung sammle. Das ist in der Tat ein bisschen blöd. Ja, da muss ich noch mal gucken, dass ich da durchcycle praktisch durch meine Hotkeys, durch meine Dorfzentren. So. Weil das ist echt super nervig, dass ich praktisch nicht in beiden queuen kann. Okay, hier ist er jetzt irgendwie nochmal durchgekommen. Wo ist denn mein Speer? Warte mal. Kommt man da oben auch noch lang? Die Übergänge sind manchmal so ein bisschen komisch. Ich mag jetzt besser ein Wort. Ja, das stimmt. Also bei mir So. war der Wall noch nicht dicht, der eine. Das kommt noch erschwerend hinzu. Ja, bei mir müsste eigentlich dicht sein. Tja, dann kann ich auch nicht helfen. Nee, in der Tat nicht. So.
Boah, diese Ritter werden so schweinelangsam gebaut, insbesondere wenn man am Anfang vergisst, welche in Auftrag zu geben oder die Ressourcen nicht hat. Hust, hust. Ja, das stimmt, das ist nervig auf jeden Fall. So, wir bauen weiter Bogenschützen, dass es eine helle Freude ist. Gerade sieht es ressourcentechnisch eigentlich ganz gut aus. Wir brauchen, glaube ich, hauptsächlich gerade noch ein bisschen mehr Nahrung, aber da kommen wir ja jetzt langsam auch hin. Hatten wir nicht hier Jawohl. Noch eine Rehherde? Ja, da oben ist eine Rehherde. Wahrscheinlich sollte ich jetzt auch mal gucken, dass ich nochmal eine Kaserne baue. Okay, Hofkultur abgeschlossen, sehr schön. Also ich bringe gerade, wie gesagt, schon Ritter raus, 6 Stück habe ich. Das heißt also gegen alles hier so... frühe Waffenknechte oder so kann ich dich verteidigen, wenn du wieder also Speerkämpfer stattdessen dann rausnimmst mit deinen Bogenschützen, dann sind wir, glaube ich, auf der sicheren Seite. Ja, ansonsten, ich stelle jetzt einfach mal einen Stall dazu. Ein Stall? Ja, ich glaube, oh mein, ich brauche dringend ein Haus, das ist gerade mal das Wichtigste. Ach, du bist sogar gleich zu Steinwellen übergegangen. Ja, ich hatte gerade noch 200 Steine rumliegen. Ich habe nicht oh, rechtzeitig da oben alles... kommt man runter. Jetzt habe ich es gerafft. Siehst du es? Wo deine Bogenschützen stehen? Ja, da bin ich ja vorhin die ganze Zeit schon drüber gelaufen. Deswegen stehe ich da ja mit denen. Das ist ja merkwürdig. Ja, okay, gut, verstehe. Dann mein Weil macht das nicht dicht. Oh, okay. Dann, können wir das vielleicht mal ändern? Ich laufe da jetzt gerade mal rüber und baue da mal einen Palisadenwall zumindest. Alles klar. So, ich kann jetzt theoretisch auch Reiter bauen, aber ich glaube, ich spare jetzt noch kurz aufs nächste. Oh, die erste KI ist auch schon in der Ritterzeit. Das okay. heißt, wir müssen jetzt lange darüber nachziehen. Ja, deswegen, da spare ich gerade drauf. Ehrlicherweise mache ich das jetzt, ja. Okay, pass auf. Ein paar von euch kommen nach hier vorne mit. Und wir bauen hier oben, bauen wir das als Bergfried aus, gehen damit ins nächste. Ich glaube, das lohnt sich. Machen wir so. Wir brauchen noch mehr Häuser, natürlich auch. Zack, zack, zack. Ja, ich bin mal gespannt, ob die Runde für uns gut läuft oder... Die Tatsache, dass wir noch leben, ist eigentlich ganz gut, glaube ich, weil ich würde sagen, dass die KI schlechter wird sozusagen, je mehr Möglichkeiten der Spieler bekommt. Also in anderen Worten, wenn sie dich nicht am Anfang wegrusht, ist es gut für uns. Aber das sind natürlich auch berühmte letzte Worte, keine Frage. Stimmt, ja. Okay, hier oben okay. kommt gerade Militär. Das kriege ja. ich aber hier mit meinen Bogenschützen gerade ganz gut verteidigt. Weil die sowieso nicht den Anschein machen, dass sie da angreifen wollten. Ne, irgendwie stellen die sich nur dekorativ hin, ne? Das ist halt auch noch so ein Thema mit der KI. Ich meine, vielleicht ist da jetzt die Karte für uns auch irgendwie umso stärker. Aber guck mal, also hier oben kommt man definitiv nicht runter, so wie ich das sehe. Okay, ich habe jetzt hier, Oh, der Feind nimmt eine heilige Stätte ein. Kann man mal machen. So. Okay, die Gegner sind anscheinend beide auf Bogenschützen gegangen, Reiter gegangen. Der zweite nämlich auch. Die hatte ich hier oben bei meinem Dorfzentrum, da habe ich sie jetzt mal verscheucht. Achso, ja, wir haben ja übrigens einen Heilige Städte-Sieg, ne? Das heißt, wir dürfen nicht vergessen, also eine Heilige Stätte ist ja bei uns. Die kannst du ja. eigentlich auch mal gleich einnehmen, sobald du im nächsten bist. Ja, sobald ich einen Chef dafür habe. Aber ich genau, baue mal ein richtig. Kloster, ja. Ist eh eine gute Idee. Wenn ich das Gold dafür hätte. So, du bist noch untätig. Dann liefer das mal da oben ab. Nahrungsverbesserungen machen, Holzverbesserungen machen. Und so langsam lohnt sich, glaube ich, auch mal das Bergarbeiter-Upgrade. Die Bogenschützenverbesserung kommt gerade auch schon. Klingt gut und ich baue gerade noch eine Schmiede.
Hast du schon ein Arsenal? Nee, kommt jetzt auch gleich. Ist die Frage, Kloster oder Arsenal zuerst? Ich glaube, ich gehe mal aufs Kloster zuerst. Okay, ihr habt jetzt hier oben nichts mehr zu sammeln. RIP! Das denke ich mir auch. So. Hier sind gerade noch mega viele Schafe einmal langgelaufen. Wow. Ja, ich queue wirklich nur in das eine Dorfzentrum. Das ist halt echt mega nervig, ne? Ich Was hätte ist hier einfach ein los? Hotkeys gesetzt und fertig ist. Okay, du bist da oben nochmal mit Einheiten behakt. Ja, da gibt es ja leider immer noch kein Tor in dem Weil. Vor allem sind da hauptsächlich Speerkämpfer, das heißt, da dürftest du gerne dazukommen. Ja, ich bin schon da, bin schon da. Mache jetzt gerade die Verbesserung für meine Ritter des Königs, dass die endlich mal Zeit 3 werden. Wenn du kannst, schieß auf die Speerkämpfer. Gerade schießt du mehr auf die Reiter. Was wird das denn da, was sie da machen? Versuchen anzugreifen. Ziemlicher Aber Eiertanz, was sie da veranstalten. ja, das stimmt. Okay, perfekt. Also das haben wir soweit abgehört bekommen. Die kommen hier nicht durch. Okay, wir brauchen Dieser Walder braucht dringend definitiv mehr mal ein Tor. Holz. Gut, vielleicht ist die Karte auch verhältnismäßig einfach gewählt. Ja, aber auch das sollte, also ich Retrospektiv. meine, wir spielen halt nicht gut und es kann halt eigentlich nicht sein, dass wenn wir nicht gut spielen. Okay, gut. Reliquie habe ich gerade zurückgeholt, die eine, die bei mir war. Hier unten ist noch eine, aber die ist an diesem Handelsplatz, an dem Marktplatz. Ich werde jetzt selber auch noch mal ein Kloster bauen, weil ich habe das Wurdest du Gefühl, hier das ist geradet oder eigentlich. hast du hier nie Sammler gehabt? Ich hatte da nur ganz zwischendurch mal gesammelt für das Dorfzentrum. Alles gut, ich habe da nichts verloren. Gut. Ach so, Schmiede wollte ich bauen, ich erinnere mich. Okay. Ihr braucht dringend mal. Was ist hier unten los? Okay. Meine Einheiten sind da ein bisschen motiviert rausgelaufen. Ich habe die heilige Stätte da oben eingenommen. Dann hole ich mir jetzt mal die Reliquie, die hier in der Mitte steht. Könntest du mir die überlassen, weil, Ach also ich so. habe halt mit meinen Rittern einen relativ hohen Ach so, ja, nee, okay, dann behalt die. Goldverbrauch, Ist deswegen wäre das okay. total cool. Okay, da Ist kommt jetzt ein okay. Rambock. Es Rambock, gibt. Rambock, Ach, da unten. Ich werde hier ganz unten übrigens angegriffen, sehe ich gerade. Okay. Ich muss mal eben kurz einen kleinen Ausfall mit meinen Rittern machen und die da mal ein bisschen wieder in ihre Ja, mach Schranken das, verweisen. mach das. Ich baue jetzt hier auch mal ein Batch Ritter. 15 untätige Dorfbewohner. Oh mein Gott. Schön. Das ist rekordverdächtig im Negativen. Du wirst da oben übrigens angegriffen von. Ach, das ist nur Speer. Okay, ja. Ja, Ja, dennoch. ja. Das tangiert mich jetzt auch nur peripher, wenn überhaupt. So, ich gehe mal ins nächste. Ich habe eh massig Ressourcen. Dann würde ich sagen. Vorsicht, der neutralisiert ja gerade die heilige Stätte bei dir. Nee, der ist Heißt dann nur nicht. einmal kurz durchgelaufen. Okay, gut. Warte mal, ich hole mir. Ich klebe mir den. Ich hole mir den jetzt mal einmal, da das nervt mich ein bisschen. Okay. Du solltest die Reliquie mitnehmen, nicht einfach nur daneben stehen und winken können. Können wir versuchen, die Stellung hier zu halten? Da ist ja nichts. Also klar. Ich baue da gerade meinen Bergfried, deswegen. Ich wollte den halt gerne ein bisschen offensiv stellen, weil ansonsten benutze ich den halt gar nicht. Klar, können wir machen. Ein Traum.
Also, wir können es versuchen. Ich kann nichts versprechen, aber. Ist recht. So. Ach, guck mal, da sind auch schon die ersten Gebäude. Dann baue ich doch, glaube ich, glatt mal. Vielleicht schon mal. So ein, zwei Triboke. Ja, ich baue jetzt gerade die königliche Artillerieschule. Kannst du hier vielleicht noch ein Tor reinbauen? Wo können wir ein Tor reinbauen? Hier. Du hast da Siedler relativ in der Nähe. Ja, ich laufe da mal rüber. Pass auf, dass du hier unten nicht in Angriff rennst, ne? Wobei, also ich meine, kannst du halt ruhig ein bisschen machen. Ich bin da sehr motiviert, aber. Verstehe ich auch. Die mal. Sehr gut, also Motivation in allen Ehren. Finde ich an sich super. Achso, dann baue ich vielleicht nochmal einen Marktplatz. Haben wir hier in der Karte, haben wir alles gespottet bei dir hier unten? Ja, da läuft der Wald nur lang, ne? Da kann man nicht. Okay, da oben kommt gerade eine Mange. Oh ja, die können dir ganz schön wehtun. Guck mal, ob du die snipen kannst. Oder soll ich versuchen? Kann er. Oha! Boah, dann kommt da jetzt ein Elefant, zwei Elefanten. Umher, Dickerchen. Okay, die kriegen wir aber ganz gut weg. Sehr gut, jetzt steht da auch mein Wahrzeichen. Dann fange ich jetzt an, hier unten mal ein paar Schießstände aufzubauen. Mach du mal. Ja, aber sieht recht gut aus, um auf die Eingangsfrage, wie es denn jetzt hier mit der KI wohl so steht, zurückzukommen. Ja, ich glaube hier, also ich meine, wie du gerade schon gesagt hast, ist es vielleicht ein bisschen unfair irgendwie auf der Karte, aber trotzdem, also ich meine, es ist halt, das ist die zweite Karte, die man auswählen kann im Map-Pool, ne? Es ist jetzt halt auch nicht so, dass das jetzt eine komplett abgefahrene Karte ist. Klar, es ist eine Bunkerungskarte. Vorsicht, und da kommen nochmal zwei Mangen. Oh, wenn du mal was bauen willst an Belagerungsgerät, dann kannst du mal eine Rutte bauen, die also im Prinzip die, oder Feldschlange im vierten kannst du, glaube ich, auch dann bauen. Aber halt irgendwas, was gut gegen Artillerie ist mit viel Reichweite. Eine Ribolde Queen kann ich bauen. Naja, wenn die gut gegen Artillerie ist, steht ja ein Tooltip dran. Ja, ich muss mal kurz nachgucken, also. Also Ribode Queen klingt jetzt eher für mich nach. Ja, kurze Reichweite, schwache Fernkampfrüstung, hoher Schaden. Ja, Bombarden, genau. Klar. Handrohrschützen. Ja, du kannst einfach eine Rote bauen, wie gesagt. Also die kannst du, glaube ich, schön im dritten bauen. Die sind im vierten nicht mehr so toll, aber die tun trotzdem, was sie sollen. Die machen halt. Okay. Oh, ich habe keine Goldsammler mehr. Was ist denn jetzt los? Ich habe unfassbar viele Nahrungssammler, aber keine Holzsammler. Absoluter Traum. Ich habe viel zu viele Holzsammler, also. Können wir uns irgendwie zusammenschließen? So ungefähr, ne? Okay, hier unten ist noch eine Goldmine, sehr gut. Ach, du hast da oben auch noch zwei kleine Goldminen. Ja, die grase ich da gerade ab. Oha, da unten ist noch ein Bergfried, da müssen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt der Reiterei rein. Nee, aber ich habe ja hier schon zwei Gegengewicht-Triboke stehen, damit baller ich da mal drauf. Ja, klar. Schaden tut das nicht. Ich hätte vielleicht mit ein paar mehr Leuten agen sollen, dann wäre ich vielleicht auch heute noch hochgekommen. So, wunderbar. Wäre mal was, ne? Eine königliche Feldschlange, Bonusschaden gegen Belagerungseinheiten, eine königliche Ribode Queen. Okay, da vorne kommt gerade wieder ein Belagerungselefant. Ich finde die übrigens total cool. Ich finde das, also. Die haben halt wenigstens eine passende Größe, ne? Also die Elefanten in H3 sind ja irgendwie ein bisschen putzig so auch. Okay, Das sind richtige Viecher irgendwie, also. Okay. Ja, sieht auch gut aus. Dann machen wir mal auf jeden Fall noch unsere. Quatsch, das ist die falsche. Unsere Bogenschützenverbesserung wollte ich machen. Ist natürlich jetzt auch eine gute Kombi hier, ne? Ich mit rein Bogenschützen, du mit rein Kavallerie. Ist vielleicht auch in Teamgames umso schwieriger für eine KI, aber trotzdem, es ist halt wichtig, dass sie sich um sowas kümmern. Mein Gott, wo ist denn jetzt die Ratshalle da? Danke sehr. Genau, also ich meine, du hast natürlich völlig recht, dass die Kombination an sich sehr stark ist.
Keine Frage, aber wie gesagt, ich finde, dass wir jetzt, wie gesagt, halt nicht die absoluten Endgegner sind, was das Spiel hier angeht. Ja, und die Karte ist jetzt Und halt auch nicht völlig abgefahren, so. nee, eben. So, Bergfried ist gleich Geschichte. Roms. Ja, ich habe jetzt hier auch noch mal meine königliche Bombarde mitgebracht. Die kann da mal durch die Häuser ein bisschen Rums sinnvoll. Ich finde das total lustig. Das Ding macht fast Häuser One-Hit. Eins, zwei, drei, Bums. Eins, Ja, zwei, das ist schon drei. ganz geil. Bums. Okay, da unten sind jetzt noch mehr Mangen. Ja, aber hier unten bomben wir jetzt gerade alles schon kaputt. Hier unten steht auch das Wahrzeichen von ihm. Da gehe ich jetzt schon mal mit den Triboken drauf. Kriegt auch ganz gut Schaden. Hätte ich nicht auch meinen Markt gebaut? Ich bräuchte nicht ganz dringend mal ein bisschen mehr Gold. Ja, hatte ich sogar. Uhu, Mama, ich bin kein kompletter Versager. So. Okay, hier laufen gerade einzelne Einheiten los und haben Panik, aber meine Bogenschützen nehmen die ganz gut im Fernkampf auseinander. Ich glaube, wir machen mal ein Lagerfeuer. Können wir uns hier ein Ja, bisschen das ist. hochheilen? Dadurch, dass ja, also du kannst es ja im Prinzip mit jeder Einheit machen, dadurch ist das ganz chillig, weil du kannst im Prinzip ja einfach dauerhaft im Laufen lassen. Wow, die Mangen da unten nehme ich aber ganz schön auseinander. Ja, Mangen sind richtig brutal gegen Bogenschützen. Jetzt wollen sie aber auch nochmal wissen, wenn ich mir das da so angucke. Ein Stück zu weit nach vorne gelaufen. Einmal ins Wespennest gepiekst. Und jetzt ist wieder das Schöne mit H4. Erstmal Baubefehle spammen. Wenn man irgendwie haufenweise Einheiten Hälfte deiner nachbauen will. Bogenschützen greift da nicht an. Ja, nee. Ehrlicherweise der komplette Teil meiner Armee greift da nicht an. Das ist schade. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das Reiterduell gewinne. Bin schon dabei, ich helfe jetzt wieder mit. Gut. Kann man nur lobend erwähnen. Ist da hinten noch eine. Okay, da hinten ist jetzt auch ein Gegengewicht-Tribog. Ja, da kannst du mal mit deinen Ruten drauf gehen. Ja, bin schon dabei. Aber es sieht ganz gut aus in Sachen Reiterduell nebenbei bemerkt. Ja. Jetzt, wo meine Einheiten auch wieder mitspielen. Ich bin da kurz ein Stück weit zu weit nach vorn gelaufen. Das ist alles. Okay, ich nehme mal mit meinen Triboken das Dorfzentrum auseinander. Jetzt ziehen meine Ritter da mal wieder aus dem Kampf raus. Ich muss sie ja da nicht alle unnötig ermüden. Ja, den Elefanten hier können wir vielleicht trotzdem nochmal mitnehmen. Ja. Die Viecher sind auch wirklich bestialisch, Tanky. Das ist unfassbar. Ja, die halten halt richtig was aus mit ihren 1400 Lebenspunkten. Komm, baller dir Die mal hat die übrigens einen eine. coolen Bonus, dass die kostenlos alle Forschungen machen können. Und dafür brauchen Forschungen halt ewig lange. Das ist ganz cool, ja. Okay, die Das erinnert KI mich ist an jetzt auch im irgendwas. Imperialzeitalter. Freut mich. Necrons? Nee. Necrons liefen anders. Wir konnten die Einheiten kostenlos bauen. Wer konnte denn kostenlos forschen? Ja, bei mir klingelt es auch, aber ich weiß es ehrlicherweise gerade nicht mehr aus dem Kopf. So, einmal das letzte Dorfzentrum da hinten bitte behaken. Ja, aber das sieht gut aus. Das kriegen wir hin. Ja, klar. Ich baue auch nochmal zwei von meinen königlichen Bombarden. Also sie haben halt auch wirklich, also nein. Ach Ich so, meine, ich die Gegner hatte haben sich ja schon durchaus auch gewehrt. Ja? Also hier gerade dieser ja jetzt Kavallerieansturm, am Ende schon, der ne? war durchaus nicht von schlechten Eltern. Also sie haben am Anfang halt recht wenig Druck gemacht, aber ich meine, sie waren schneller am dritten als wir. Ne? Also ist jetzt auch nicht so, dass sie sich nur in der Nase gebohrt hätten oder so. Nee, absolut nicht.
Da muss man vielleicht der Fairness halber sagen, dass also Teamkoordination vielleicht auch etwas ist, was man einer KI recht schwer beibringen kann. Ja, das ist ja das, was ich vorhin gesagt hatte. Also, dass wir uns jetzt beispielsweise auf eine Einheitenkombination von vornherein geeinigt haben und die ausschließlich gespielt haben, eigentlich in dem Spiel, ist natürlich auch ein bisschen unfair. Aber trotzdem, dann lass die KI cheaten, überschwemm die mit Ressourcen, irgendwas. Aber du musst halt eigentlich, also ich meine, wir spielen jetzt wirklich noch nicht gut. Wir haben jetzt was, 30, 40, 50 Stunden, ja 50 Stunden oder so schon Age 4 gespielt. In der Stresstestphase und jetzt halt irgendwie auch hier vor Release, wo wir euch so ein bisschen exklusiv schon mal Content zeigen können. Und insofern, wir sind jetzt echt noch nicht übermäßig gemeint. Zum Beispiel hier steht halt eine Relik, wobei die war wahrscheinlich in dem Kloster, das wir gerade zerstört haben, ne? Ja. Dann habe ich nichts gesagt. Aber also es kann halt eigentlich nicht sein, dass wir auf unserem Skill-Level ohne Probleme hier irgendwie die KI komplett auseinanderspielen. So, du bist übrigens gerade angegriffen. Naja, das ist ein Wolf, der greift mich da seit 3 Jahrhunderten schon an. Ah ja. Oh, hier ist auch ein feindlicher Händler, der sich hier durch... Nee, gar nicht, das ist ein Verhändler von mir. Oh, es ist so ungewohnt, mit Rot zu spielen, ey. Ach, da hinten ist noch das... Da hinten ist noch das... Ich wollte hier gerade ein Dorfzentrum bauen, ich reite da mal kurz mit meinen Rittern rüber. Oh ja, ich sehe es gerade, ja. Ja, ich nehme mal eben... Das ist übrigens endlich das Haus der Weisheit. Ja, ja, deswegen. Ich bin da gerade auch schon auf dem Weg hin. Naja, meine 4 Bombarden kümmern sich jetzt auch. Bom, 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 bom. Ja, meine Triboke ballern da jetzt auch rein. Yes. Ja, ich meine, Gewalt, Krieg. Vom Spielgefühl ist es halt irgendwie schon schön, wenn man dann die Oberhand hat. Das ist erstmal halt sehr chaotisch für uns irgendwie, das Spiel zu lernen, weil es sich natürlich schon deutlich anders spielt. Ja, kannst du ja mal laut sagen. Als H3. Ich bin auch immer noch nicht sicher, ob ich das als qualitativen Fortschritt sehen möchte. Von H3 zu H4? Ja. So, okay. Damit haben wir jetzt hier die gelbe Basis schon mal auseinandergenommen. Ich denke mal, die grüne ist nördlich davon. Südlich. Okay, hier oben steht halt noch ein Wachturm. Also beziehungsweise die sind überall, ehrlicherweise. Also ich glaube, das ist nicht ganz aussagekräftig. Ja, guck mal, hier hinten steht nämlich auf jeden Fall auch noch ein Bergfried. Was ist hier hinten? Ah, da, ja. Ich hab's gesehen. Da. Ja. Aber ist auch das Einzige, was da irgendwie steht. Super komisch. Der wird aber sehr, sehr entschieden klein geholzt. Ja, die Bombarden, die knallen nice. Schon. Ja, ich denke mal, ja, wir müssen jetzt mal... Die kosten ein Stück 1000 Ressourcen, also der Teil genauso teuer wie der Elefant. Ich denke mal, wir müssen hier hin, ne? Also ich glaube, es gibt hier noch was und ich glaube, es gibt da oben aber auch noch irgendwas. Du kannst da oben ja einfach mal mit Reitern hinreiten. Oder ich mach das mal eben, warte mal. Ich reite da oben mal einmal lang. Und schau einmal. Hier oben ist auf jeden Fall ganz gut Armee. Wow, guck mal. Ich meine, sie sind Veteranenreiter, also nichts, wovor wir jetzt Panik kriegen müssen, aber... Du bist einfach nur ein Marktplatz. Ich nehme hier unten noch die ganzen Produktionsgebäude raus, sicher, sicher. Oh, mal, welcher ist jetzt noch im Spiel? Ah, hier habe ich noch ein intaktes Dorfzentrum mit Siedlern gefunden. Hier ist das Haus des Lernens, auf jeden Fall. Das Haus des Lärmens, eine Diskothek. Das wird jetzt richtig weggelärmt hier. Disco Pogo. Genau. Hätte doch mal was, so ein Tribok auf der DEFCON. Ich find's super. So, baut mal eure Triboke auf und dann ab geht die Post. Ja, danke sehr. Okay, ja, du rennst dem da oben auch schon die Hütte ein. Wo immer ich kann, wo immer ich kann. So, Haus des Lernens ist zerstört. Yep, damit haben wir sie eliminiert. Sehr schön. Aha. Haha. Ja, und damit haben wir mal eben die extrem schwere KI besiegt. Sehr schwierig, nicht extrem, aber... extrem schwierig gibt's nicht, ne? Also es ist die höchste. Uhu.
Ja, und das mit nicht mal 30, 40 Stunden Spieldauer. Ich meine, klar, wir fangen nicht bei null an. Wenn man Age 3 schon viel gespielt hat, profitiert man da auch in Age 4 von. Vielleicht nicht so sehr, wie wenn man vorher schon sehr erfahren mit Age 2 war. Aber wir können trotzdem noch kurz in die Zeitlinie schauen. Anzahl aller Einheiten. Natürlich täuscht natürlich ein bisschen mit deinen Reitern. Hast du ja automatisch weniger Einheiten. Du hast mehr Dorfbewohner als ich gebaut. Ich habe bei. Ja, du hast überbaut sogar, ne? Du bist auf 110 oder so gegangen. Ach, ich habe nicht mal gezählt, um ehrlich zu sein. Ich habe einfach irgendwann aufgehört. Ich war so auf 95 oder so. Aber Ich wir haben weiß uns auch da. ehrlicherweise nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Dorfbewohner hier mehr sammeln als in anderen Age-Teilen. Das heißt also, ich weiß gar nicht, ob 100 Dorfbewohner, 100 Militäreinheiten hier so die goldene Mischung ist oder ob man nicht ein bisschen früher sogar aufhören kann. Ja, es skaliert ein bisschen anders, ne? Aber gleichzeitig muss man auch sagen, wir haben ja bisher keine richtig ernstzunehmenden Spiele gespielt, wo wir sehr viele Einheiten verloren haben. Also wir Auch haben ja, wahr. wenn man mal guckt, Anzahl Militär, ich meine, wir haben halt nie wirklich viel Militär verloren. So, ich hatte die Naja, ganze stimmt Zeit schon. mehr, was Anzahl anging, was klar ist, weil du halt Reiter baust. Dann kam dieser eine Kampf, wo ich einmal da ziemlich gegen diese drei, vier Mangen eingesteckt habe. Da habe ich dann das erste Mal so 30 Militäreinheiten verloren, auch das einzige Mal, ehrlicherweise. Ja, da hattest du mit deinen Bogenschützen ein paar Schüsse mit dem Gesicht gefangen, ne? Ja, ich war ein Stück weit zu weit vorne. Und da kam dann irgendwie so eine Salve rein und das hat dann ganz gut geschallert. Anzahl aller Rohstoffe ist aber richtig schön, halten wir uns sehr die Waage. Und da sieht man halt, ne, also das ist halt, das ist das, was die KI ja hinkriegen sollte. Wir haben ja nicht wirklich früh angegriffen, wir haben ja genauso gebunkert wie die. Aber die haben halt einfach gar keine Rohstoffe irgendwie abgesammelt und auch kaum geboomt, so. Also ich meine, die sind nie über 70 Dorfbewohner und das geht halt nicht. Also Dorfzentren bauen, Dorfbewohner durchbauen, wenn man die KI in Ruhe lässt, das muss halt funktionieren. Die sollte vielleicht nicht so gut wie wir, aber auf jeden Fall fast so gut wie wir sein. Auf schwerster Stufe. Und insofern ist das schon, also ich meine, trotzdem klar, wer komplett neu anfängt mit dem Spiel, dem wird es trotzdem helfen, sich erstmal gegen die KI zu messen, so. Und dann gibt es ja noch die Szenarien, also diese Lernmission, Kunst des Krieges, um das kompetitive Spiel ein bisschen zu lernen. Und dann kann man sich halt in den Multiplayer machen. Aber es wäre eigentlich schön, wenn die KI auch irgendwie noch mehr Herausforderungen wäre auf höchster Stufe. Das ist ja eine der Kritikpunkte, die wir auch in unserem Fazitvideo irgendwie angesprochen haben. Genau, richtig. Aber also ich meine, man muss aus der anderen Seite des Fairness halber auch sagen, wir sind hier noch Pre-Release. Das Spiel ist noch nicht mal alt. Ja? Also ich Ja. kann nicht mal eine Zeitangabe geben, es ist minus alt. Ja. Ist nicht mal geboren. So, ja. Und an der KI ist in Age of Empires 3 seit der DI einiges gemacht worden von den neuen Entwicklern. Und in Age of Empires 2 ist sowieso an der KI immer schon viel verändert worden. Das heißt, das ist ganz klar etwas, von dem Entwickler in der Vergangenheit gezeigt haben, dass es einfach halt Work in Progress ist. Ja. Und es mag vielleicht am Anfang nicht die höchste Priorität haben, was ich persönlich schade finde, weil ich glaube, dass ganz häufig der wahrscheinlich ziemlich signifikante und aber leider stille Anteil an Spielern, der gar nicht so richtig in den Multiplayer geht, sondern eben im Singleplayer bleibt, außen vor gelassen wird, indem man halt die KI ein bisschen vernachlässigt, wenig Singleplayer-Optionen, mit dazu packt, dass man die Kampagnen vielleicht nicht ganz so liebevoll gestaltet, etc. pp. Und wir glauben, dass es aber eigentlich was ganz Wichtiges ist, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass zum Beispiel bei Age of Empires 3 sicher 60, 70% der Leute gar nicht im Multiplayer spielen, Ja. sondern wirklich einfach im Singleplayer bleiben und was weiß ich, Szenarien spielen, die Kampagne spielen und auch für die muss Content da sein. Ja, Aber absolut. ich wollte einfach nur sagen, nur weil es jetzt vielleicht noch nicht so krass mit der KI klappt, heißt das nicht, dass es auf ewig so bleiben muss. Nee, also ich meine, der Release ist natürlich auch der kritische Zeitpunkt, wo alle, also wo das meiste Interesse an diesem Spiel da sein wird, höchstwahrscheinlich. Insofern wäre Klar. es halt schön, da schon eine wirklich gute KI zu haben, aber du hast vollkommen recht, wenn sich erstmal ein Meta einspielt und Strategien so richtig bekannt werden, dann kann man das ja auch in die KI integrieren. Also ich habe halt nach wie vor das Gefühl, dass Entwicklerstudios, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt an Age 4 gearbeitet haben, aber ich sage jetzt einfach mal 50 Leute. So, wahrscheinlich waren es ein bisschen mehr, aber jetzt mal 50 Entwickler, die werden halt nicht die Zeit haben, mal eben 200 Spielstunden mit allem Mann da reinzusetzen, also 200 pro Person, um wirklich rauszufinden, was wirklich gute Taktiken sind und die als KI zu implementieren. Insofern ist es auch ein bisschen schwer, vor Release da schon abzusehen. Also so ein bisschen muss die KI ja dann auch mit dem Meta sich entwickeln. Ja, wie zum Beispiel halt früh ein zweites Dorfzentrum zu bauen, was die KI hier jetzt definitiv nicht gemacht hat.
Zumindest sieht es nicht so aus in der Statistik, nein. Ja, also haben halt deutlich langsamer Dorfbewohner gebaut als wir. Naja, der Anstieg, der sieht so aus, als wäre es ein Dorfzentrum gewesen, da hast du schon recht. Ja, ich habe halt zwei gebaut. Hast du drei gebaut? Nee, ich habe auch nur zwei gebaut. Ja, insofern dann sieht man das ja recht deutlich. Haben durchgebaut, das muss man sagen. Also gab jetzt keine langen Pausephasen so, aber trotzdem ein zweites Dorfzentrum bauen, frühzeitig, das ist halt zum Beispiel so eine Strategie, die wahrscheinlich Standards werden wird. Und ja. Und da steht schon, Dero hat die Partie verlassen. Insofern würde ich sagen, belassen wir es dabei auch. Man hört sich in zukünftigen Videos zu H4 selbstverständlich. More to come, mehr Videos sind in Arbeit. Genau richtig. Wir sind nach wie vor auf euer Feedback angewiesen. Was wollt ihr sehen? Welche Völker wollt ihr sehen? Welche Kombinationen wollt ihr sehen? Welche Spielmodi wollt ihr sehen? Wollt ihr überhaupt Age of Empires 4 sehen? Wollt ihr Age of Empires 3 sehen? Wollt ihr was ganz anderes sehen? Wir können natürlich nur ein Stück weit nach Klicks gehen, nach Kommentaren, nach Bewertungen der Videos. Aber wenn ihr halt extra Wünsche habt, wir sind durchaus gerne bereit, uns das zu überlegen, ob wir das vielleicht machen wollen. Aber dafür müsst ihr uns was sagen. Vollkommen Also richtig. kommuniziert mit uns. Ja, also sagt uns gerne, was ihr euch vorstellt, was ihr euch wünscht. Ja, absolut. Und damit würde ich sagen, danke euch fürs Einschalten. Man hört sich in weiteren Videos zu Age of Empires 4 und überhaupt auf diesem Kanal. Und bleibt alle gesund und macht's gut. Und auf Wiedersehen.